Hallo zusammen und willkommen zurück zum Bayonetta 1 Let's Play. In diesem Let's Play schauen wir uns Kapitel 4 an. Let's go! So, jetzt sind wir in diesem Kolosseum angekommen, in der Nähe von Vigrid. Schauen uns mal um und bin mal gespannt, was jetzt hier so auf uns zukommt. You again? And here I thought I'd seen the last of you. Aber ziemlich höflich, dieser Engel da. Wow, Fortitudo. Einer der Auditio, okay. I'm sure you'll be more than hospitable to me this time around. I'm sorry. I forgot to mention one of the reasons I hunt your kind. You're too ugly not to put out of your misery. Wow. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Ich sollte vielleicht besser Hexenzeit-Ausweichschritt machen. Bam! Ah! Hör auf, da oben zu stehen, da kann ich dich nicht angreifen. Da habe ich offenbar eine Angriffschance verpasst. Ah. Bam.
Und gleich nochmal. Und Kopf ab. Autsch! Time Stop! Aber noch nicht ganz tot. Okay, aber ich bin in die Lava gefallen und dadurch gestorben. So much fail. Oh Mann. So much fail. Wosch. Kommt jetzt leider viel zu lange, als dass man ihn wirklich gebrauchen kann. Ah, nee, oder? Bam! Nope. Nee. Jetzt ist Kopf Nummer 2 dran. Bam. Ah. Warum hast du schon wieder ab? Ich krieg dich. Balla. Oh, fuck. Schon wieder die Chance verspielt. Warum klappt das bei mir nicht? Wow! Geht doch. Wusch, wusch, wusch! Niaum, bumm. Ah, sogar 1100! Like a boss! Und wieder 1100! And last but not least... 1000! So, jetzt hat er keine komischen Drachenköpfe mehr, mit denen er sich wehren kann. Oh, darüber ist er nicht so ganz begeistert. Oh nein, mein Lolli! Ah.
Autsch! Ha, hu, ha, hi. Ich benutze mal vorsichtshalber ein Item, bevor ich hier nochmal sterbe. Nope. Ein Summon, das aussieht wie ein Rabe. Cool. Nom 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 nom. Jubileus. Und das wäre Kapitel 4 des Bayonetta 1 Let's Plays. Leider haben wir nur ein Silber erreicht, sind einmal gestorben und einmal Item benutzt. Ja, aber wir haben dafür Bronze bekommen, immerhin. Und wird an der Stelle dann auch gleich den Part abbrechen. Aber bevor wir abbrechen, natürlich, bloß nicht vergessen, Angel Attack! Ready, fire! Schade. 55 Punkte, dafür hole ich mir wieder so einen Gelblutscher, Grünlutscher. Und den Rest gibt's dann als Halos. Schön. So, aus Vigrid, aus dem Kolosseum, begeben wir uns Richtung Süden, weiter in eine alte Stätte der Umbra, des Umbra-Clans. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder, bei Kapitel 5, nämlich der Heiligen Stätte. Und hoffe, ihr schaltet wieder ein. Viel Spaß noch. Ciao.